Hallo Freunde und willkommen zu noch einem neuen Infovideo hier auf meinem Kanal. Heutiges Thema Truckers MP, die News vom September 2019. Teils auch ein wenig in die Zukunft schon geschaut, aber es wird zeitnah kommen. Alles weitere nach dem Intro. Ja, ihr Lieben, wir haben eine kleine Tour zu fahren. Wir fahren 17 Tonnen Joghurt von Oberhausen. Oberhausen ist eine Stadt unmittelbar bei Duisburg, ist die direkte Nachbarstadt. Und von mir in der Realität aus gesehen, kann ich bald schon nach Oberhausen spucken. Also das ist echt ein Klacks bis dahin. Ich würde sagen, wir fackeln nicht lange. Wir schmeißen den guten Volvo von Eugen oder Eugen einfach mal an. Wir haben einen Real Sound von Engine Voice Records natürlich wieder am Start. Ja, gehört sich irgendwie so, ne? Also, der muss einfach sein. Ohne den macht's keinen Spaß. Hier kriege ich wenigstens eine Rückmeldung, dass die Zündung an ist, was SCR Software nicht geschissen gekriegt hat. Oh. Wow, krasse Sache. Ich liebe diesen Kraft strotzenden Volvo. So, wir fahren einfach mal los, denn wir haben es ein bisschen eilig. Denn wir haben nicht viel Zeit und müssen alles... Was war das denn für ein Leck? Okay, na egal. Müssen alles in wirklich einer kurzen Zeit zusammenbasteln. Schachteln, verschachteln, reinbauen. Navi? Biegen Sie rechts ab. Ah. Wo soll ich denn hin? Biegen Sie rechts ab. Aha. Okay. Ja, ihr seht, also bei dem kann man zum Beispiel hier beim Eugen Volvo sich das hier umstellen, dass das Navi nicht da ist, sondern stattdessen ein Radio angezeigt wird oder ein Menü vom LKW. Natürlich GPS ist auch möglich, aber ich habe mir hier extra ein richtiges TomTom hingemacht. Nehmen Sie die Ausfahrt. Abbiegung rechts vor Ihnen. Biegen Sie rechts ab. Fährt die KI über Rot? Alles klar. Ja, die KI ist noch so ein Punkt, der mich ein bisschen stört in Truckers MP, denn es wurde vor Ewigkeiten angekündigt, dass der KI-Verkehr kommen würde und ja, der KI-Verkehr kommt immer noch nicht. Stattdessen wurde etwas anderes angekündigt. Dazu kommen wir aber gleich. Jetzt widmen wir uns zuallererst einmal einem anderen Thema. Ich würde sagen, wir fahren zuerst auf die Autobahn und dann fangen wir an. Sonst quatscht die anderen dazwischen. Also das hier ist Original Promods, Leute, ne? Hier ist nichts gemoddet oder was, das ist einfach reine Originalstreckenführung Promods. Wow. Okay. So, wir sind auf der Autobahn und ich würde sagen, wir starten einmal. Zuallererst gibt es am Sonntag ein Event in Truckers MP. Dieses Event findet in ATS statt. Ist für viele mit Sicherheit nicht unbedingt so wichtig, weil ETS 2 bevorzugen die meisten halt. Es ist ein Schwertransportkonvoi, der stattfindet. Vorweg, Voraussetzung ist der Oregon DLC. Den müsst ihr besitzen, weil das Ganze in Oregon stattfindet. Am Sonntag, 29. September, um 19 Uhr, Treffpunkt ist der große Rastplatz in Medford in Oregon. Die Tour führt
bis nach Ontario in Oregon. Also alles Ontario. Und wie gerade schon gesagt, es ist ein Schwerlastkonvoi. Es wird vorausgesetzt, dass ihr mit einer Ladung erscheint, die 25 bis 70 Tonnen schwer ist. Es ist aber modtechnisch erlaubt, die Ladung vom Gewicht her zu modifizieren. Also ihr dürft die zum Beispiel auf ja, eine Tonne reduzieren oder was. Dass es halt nur optisch so aussieht, als wenn ihr einen Schwertransport fahren würdet. Das ist okay, das dürft ihr tun. Es wird geduldet. Weiterhin sind die DLCs Heavy Cargo Pack und Forest Machinery empfohlen, dass ihr die besitzt. Ja, ansonsten seht ihr halt nicht die Fahrzeuge, die die Schwerlast, ja, Auflieger der anderen Leute. Hier ist schon wieder die KI ineinander gecrashed links. Sehr intelligent. Passiert in letzter Zeit irgendwie immer öfter. Ich weiß auch nicht. Also irgendwas hat SCS-Software da saudämlich gestrickt. Also fällt mir jeden zweiten Tag, wenn ich im Singleplayer unterwegs bin, auf. Ja, und du bremst mich jetzt hier aus, oder was? Mensch, Gaspedal ist rechts. Tritt durch. Für das Event gelten natürlich gesonderte Regelungen. Es gilt ein striktes Überholverbot. Es sei denn, euer... Uiui! Was ist das für eine Kurve? Meine Güte. Biegen Sie links ab. Also ehrlich, also das war jetzt eine Kurve gewesen, die nicht so sich wirklich gehört. Ja, also wie gesagt, besondere Regeln gelten während des Events, unter anderem ein striktes Überholverbot. Es sei denn, euer Vordermann hat technische Probleme, stellt sich zum Beispiel am Rand, weil er gerade pinkeln muss, ja, oder er leckt endlos stark und ihr wollt einfach, damit es euch nicht während des Jojo-Effekts dann erwischt und ihr durch die Gegend fliegt, den überholen, damit es besser ist, damit er halt weiter nach hinten kommt. Wenn er hinten leckt, ist das scheißegal. Und wenn hinten die leckenden Spieler sich gegenseitig voll lecken, dann haben sie halt ein Problem. Aber das ist denen ihr Problem. Wollte gerade fragen. Habe ich die Ampel übersehen? Nein. Duisburg. Duisburg. Ah, auch nicht schlecht. Also wie gesagt, striktes Überholverbot. Da müsst ihr leider durch. Und natürlich den Anordnungen des Eventpersonals, Admins oder Eventleuten entsprechend Folge leisten. Da hinten ist Meckes, da müssen wir hin. Da müssen wir abladen. Uiuiuiui. Als zweites, wir befinden uns gerade hier auf der Promod 2.4.1 und Truckers MP hat angekündigt, dass Truckers MP kompatibel sein wird mit der Promod 2.4.2. Heißt, die kommende Promods-Version wird im Multiplayer drin sein. Yeah, Chaka! Oh, man hat es sich so oft gewünscht. Und so oft wurde es abgelehnt, abgeschmettert. Und jetzt ist es endlich soweit. Biegen Sie rechts ab. Ich gehe davon aus, dass Truckers MP komplett dafür eigene Server etablieren wird. Weil Truckers MP war bisher immer der Meinung gewesen, wir dürfen den Spielern nicht vorschreiben, welche DLCs sie haben müssen. Insoweit wird da vermutlich dann das Ganze per eigenen Server gelöst, damit keiner gezwungen wird, sich bestimmte DLCs zu kaufen oder was. Ich meine, wer auf der Promods fahren will, braucht alle DLCs. Da führt kein Weg dran vorbei. Muss man halt. Ist halt Voraussetzung. Unterstützt natürlich gleichzeitig auch SCS-Software, denn die Leute müssen die Maps gekauft haben. Jetzt kommt ja bald noch die neue. Ja, und dann ist die Frage, wie lange wird es gut gehen? Also, es wird schwierig. Ja, wenn der neue Map-Gebiet rauskommt, könnte es gut möglich sein, dass das wiederum kollidiert mit SCS-Software und dadurch es vielleicht länger dauert, bis es angepasst wurde.
Also das könnte so ein paar Leuten sauer aufstoßen, die immer alles sofort haben wollen. Hey, ich will sofort wieder fahren können. Ich will unbedingt wieder drauf. Da haben sie Pech gehabt, müssen sie warten. Geht halt nicht anders. Das Promotsteam muss dementsprechend auch erst alles anpassen. Anders geht's halt leider nicht. Jo. Schade eigentlich, ne? Der KI-Verkehr ist wirklich meines Erachtens noch wichtiger als die Promos-Unterstützung. Das würde auch die Raser ein bisschen ausbremsen. Aber gut. Freunde, bis zum nächsten Video. Bye bye. Ciao. Macht's gut. Euer Werki.